Ja. Was für eine Beziehung haben Sie denn zu Bären? Generell zu Bären? Ich habe noch nie einen Bären getroffen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich auch besser so, weil die meisten Bären sind wahrscheinlich nicht so süß, wenn sie vor einem stehen wie Paddington. Aber Sie sprechen einen Bären. Wie spricht denn ein Bär? Paddington spricht ganz normal. Also das ist ja das Schöne an dem Film, dass Paddington auch im Grunde als Mensch wahrgenommen wird und sich genauso verhält wie ein sehr höflicher Mensch, das auch keiner in Frage stellt oder sich wundert, warum der Bär sprechen kann. Und insofern spreche ich eigentlich gar keinen Bär, sondern einfach einen sehr, sehr süßen Charakter. Sie sind ja auch bei der Premiere, ich glaube, in London schon mit dabei gewesen. Ja. Nicole Kidman ist ja dort auch gewesen. Wie war so dieses Zusammentreffen? Wie war das Erleben? Ganz ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht so beeindruckt von anderen Leuten. Also sind alles nur Menschen. So wie du, ich, wie jeder andere hier. Insofern ist es schön. Ich bin auch immer ein großer Fan von anderen Filmen und anderen Kollegen, aber ich glaube, Hochachtung oder so hat man da auch nicht. Also die kochen alle mit Wasser. So. Können Sie sich vorstellen, auch die Fühler Richtung Hollywood mal auszuschrecken? Keine Ahnung. Ich habe noch nie Pläne gemacht, was meine Karriere anbelangte. Und bin damit bisher ganz gut gefahren und lasse mich immer wieder aufs Neue überraschen, was so passiert. Und freue mich dann auch über schöne Gelegenheiten, über tolle Projekte wie Paddington. Und insofern harre ich der Dinge und bin gespannt, was mich erwartet. Oder auch nicht. Jetzt sind heute auch wahnsinnig viele Fans von Ihnen hier. Sie mussten schon viele Autogramme schreiben. Wie ist das so, mit den Fans auf Tuchfühlung zu gehen? Das ist super. Also es ist immer schön zu sehen, dass dieses Publikum auch wirklich existiert. Dass es nicht nur Zahlen sind. Dass sich Leute tatsächlich freuen, wenn sie ein Foto mit einem machen können oder ein Autogramm bekommen. Und ich versuche mir da immer die Zeit zu nehmen und freue mich da. Alle Mädchen oder Frauen fragen sich natürlich, wie kann man eigentlich ihr Herz erobern? Ah, das wissen die Dinge. Die Leute, die mich näher kennen, wissen es dann schon ganz schnell, glaube ich. Alles klar, dann danke. Danke, tschüss.